Hi, grüßt euch Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es darum, wie ihr mit Kunden verhandelt, wenn es um den Dreh eines Imagefilms geht. Also, viel Spaß! Hey, grüßt euch Leute, ich bin Paul. Auf meinem Kanal dreht sich alles ums Filmmaking, Technik-Reviews, aber auch um DaVinci Resolve Tutorials. Wenn das also was ist, was dich interessiert, dann würde ich mich natürlich sehr über dein Like und ein Abo freuen. Damit unterstützt du hier diesen Kanal. Dankeschön. Das Ganze ist hier als Playlist angelegt, das heißt, es wird noch viele weitere Themen geben, die darauf aufbauen, um das ganze Thema Imagefilmen, Filme zu produzieren. Heute ganz am Anfang, also ihr habt den ersten Termin beim Kunden und ihr müsst oder ihr wollt mit dem Kunden verhandeln, wie es um den, ja, dass es um den Imagefilm quasi geht. Zuerst einmal drehen wir nochmal die Uhr ein bisschen weiter zurück. Das heißt also, ihr solltet euch vorab gut informieren, wer ist denn überhaupt mein Kunde. Hierzu nutze ich beispielsweise immer den Bundesanzeiger. GmbHs in Deutschland oder Kapitalgesellschaften unterliegen ja der Publizitätspflicht. Das heißt also, im Bundesanzeiger könnt ihr ganz einfach dann nachschauen, welche Umsätze die Firma hatte, und ihr könnt dann dort den Geschäftsbericht lesen. Und das wollt ihr einfach machen, damit ihr schon mal ja einen Eindruck davon habt, okay, womit arbeitet die Firma und wie viel Geld verdient die Firma, wie war der Gewinn im letzten Jahr und so weiter und so fort. So, wenn ihr dann also mit dem Kunden verhandelt, ist erstmal ganz wichtig, dass ihr darauf eingeht, okay, was ist denn das Problem des Kunden? Also ihr müsst euch einfach vorstellen, der Kunde kommt natürlich zu euch, weil er einen coolen Film haben will, aber letztendlich will er damit ein betriebswirtschaftliches Ziel erreichen. Und deshalb ist es super wichtig, dass ihr dieses betriebswirtschaftliche Ziel erkennt. Deshalb, erste Aufgabe für euch, versetzt euch in den Kunden hinein und versucht herauszufinden, okay, welchen Zweck dient dieses Video? Will der Kunde mehr Umsatz? Will er ein bestimmtes Produkt verkaufen? Will er beispielsweise ein Recruiting-Video? Was auch immer. Also ihr müsst wissen, was das betriebswirtschaftliche Ziel ist. So, wenn ihr das herausgefunden habt, dann habt ihr natürlich eine Grundlage, auf der ihr einen, ja, eure Argumente aufbauen könnt, weil es kann letztendlich jeder zum Kunden kommen und sagen, ja, hey, ich bin hier der und habe die und die coolen Videos gemacht und so weiter und so fort. Für den Kunden ist aber ganz wichtig, dass ihr euch mit ihm identifiziert und vor allen Dingen auch sein Problem verstanden habt und Ansätze liefert, wie ihr dieses Problem halt beispielsweise umgehen könnt. Zum Beispiel, der Kunde möchte mit euch ein Recruiting-Video drehen, dann ist es natürlich ganz wichtig zu sagen, ja, in diesem Fall ist es ganz wichtig, dass wir den Film aus der Perspektive des Mitarbeiters erzählen, und für den ist natürlich auch ganz wichtig, er zieht jetzt in diese Region, deshalb will er natürlich auch wissen, was gibt es in der Region, ne? Deshalb ist es auch wichtig, nicht nur das Unternehmen und den Nutzen zu zeigen, den man hat, wenn man dort arbeitet, sondern auch, was bietet einem die Region, die Stadt, wo ich dort hinziehe. Ne? Und dass ihr da mal schon so ein paar, wie soll ich sagen, Appetizer liefert. Ne? Und dann, wenn es gerade um das ganze Thema Verhandlung geht, also sage ich jetzt mal Preiskampf, habe ich einen wichtigen Tipp für euch. Verhandelt nicht über den Preis, sondern verhandelt über die Arbeit. Wenn der Kunde jetzt als beispielsweise ein begrenztes Budget hat und ihr vorher euch geeinigt habt, ja, euer Tagessatz liegt bei dem und dem Wert, würde ich euch auf keinen Fall empfehlen, dann direkt zu sagen, okay, ja, dann machen wir das eben für die Hälfte des Preises, ne? Weil der Preis hat auch immer einen gewissen, ja, ein gewisses Qualitätsmerkmal, und wenn ihr gleich dann mit dem Preis runtergeht, würde das auch im Umkehrschluss bedeuten, dass eure Arbeit halt dementsprechend weniger wert ist. Deshalb sagt, okay, ja, innerhalb dieses Budgets ist es mir nur möglich, für einen halben Tag zu arbeiten. Deshalb müssen wir schauen, wie wir das ganze Thema mit meinem halben Tagessatz und so weiter und so fort hinbekommen. Das ganze Thema besprechen wir noch sehr ausführlich innerhalb meines Kurses Filmemacher Pro, wo ich dir beibringe, wie man professionelle Imagefilme produziert. Da gehen wir ganz im Detail darauf ein, welche Verhandlungsstrategien du vor allen Dingen brauchst und wie du den Kunden vor allen Dingen auch richtig überzeugst. Wenn dich das also interessiert, dann schau mal unten im Link nach, nämlich da findest du mein kostenloses Online-Webinar, wo ich dir meine Top 10 Tipps für professionelle Imagefilme verrate und meine Top 5 Tipps für ein erfolgreiches Filmemacher-Business. Das Ganze ist kostenlos, schaust dir einfach mal an, dann kannst du für dich entscheiden, ob du dich dennoch in den Kurs einschreiben möchtest oder nicht. Das war es in dieser Folge von diesem Video, also seid gespannt auf das nächste Video in dieser Playlist, wird immer wöchentlich davon eins geben, und ja, wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall Like und Abo dalassen, und wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit in die Kommentare, und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao.